Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich habe einen Kinotipp für euch. Miraculous, Ladybug und Cat Noir. Der Film ist endlich draußen und da wird auch gesungen. Und die Gesangsstimme von Ladybug gibt Sarah Engels. Wie geht's dir und wo bist du? Hast du sehr, sehr schön anmoderiert, muss ich ja jetzt mal ganz kurz sagen. Nee, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's wunderbar und ich freue mich vor allem tatsächlich immer, wenn ich dich mal singen höre. Und jetzt ist es ja mal wieder soweit und alle im Kino können dich singen hören. Welcher Song war für dich denn der, der am meisten Sarah Engels gebrüllt hat? Also erstmal hatte ich sehr, sehr viel Spaß im Studio. Ich muss sagen, es war auch ein bisschen anders, auf diese Art und Weise aufzunehmen. Aber die Songs sind alle schön. Also die sind wirklich alle schön. Der Song mit Mike zusammen zum Beispiel ist auch einer meiner Lieblingssongs. Aber ich könnte mich jetzt sonst gar nicht entscheiden, weil die sind wirklich alle mega, mega nice. Für alle, die jetzt davon noch nichts mitbekommen haben, worum geht's denn in dem Film Ladybug und Cat Noir? Also es ist natürlich angelehnt an die Serie Miraculous. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne sie ich kenne schon viel darüber, nicht alles, weil mein Sohn großer Miraculous-Fan ist. Aber es geht natürlich um das Thema Freundschaft und Liebe und das ist auch so alles miteinander verknüpft. Also es geht eigentlich darum, dass Marinette ist erstmal ein ganz normales Mädchen, hat aber super Kräfte und kann sich quasi in eine andere Identität, nämlich in Ladybug, verwandeln. Und ja, da geht es dann auch mit Cat Noir um Liebe, um Freundschaft. Aber man muss es sich angucken. Also es ist wirklich für groß und klein sehr, sehr süß gemacht. Genau das Richtige für den Kinosommer. Kinofilm ist ja schon dann immer noch was Besonderes. Ne? Hattest du ein bisschen mehr Zeit? War da Ruhe oder war schon, Sarah, 30 Minuten, wir müssen? Nee, ich hatte schon Ruhe. Es ist halt anders, eine Gesangsstimme aufzunehmen, weil es ist nicht dieses Klassische, man ist im Studio und singt einfach, sondern man hat vor sich dann so einen Monitor und muss dann lippensynchron eben auf Ladybug oder Marinette in dem Moment singen. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Film ja auch dann auf Französisch und auf Englisch, also das heißt, es wird ja auch auf Englisch und Französisch gesungen und ja, das war eine kleine Challenge. Hat man sich die Zeit genommen, das mit dir zu üben oder hast du dich selber irgendwie reingefuchst? Ich habe mich versucht, selber auch ein bisschen reinzufuchsen. Also ich hatte die Songs ja schon dann vorab, habe ganz viel und fleißig geübt. Aber am Ende des Tages mit wirklich diesem Bildschirm und mit dem Ausschnitt aus dem Film habe ich das da zum allerersten Mal gemacht im Studio. Wie selbstkritisch bist du? Sagst du am Ende, yeah, geiler Tag, habe ich gut gemacht oder so? Wer weiß. Ja, ich bin schon sehr selbstkritisch, muss ich sagen. Also ich bin immer sehr pingelig und sehr perfektionistisch. Dann bin eher ich diejenige, die dann aus dem Studio rausgeschmissen wird, nach dem Motto, ey Sarah, komm, jetzt hast du schon so viel gesungen, jetzt geh aber auch mal, es ist alles gut. Und ich bin dann diejenige, die sagt, nee, komm, lass mich noch einmal, ich glaube, ich kann den doch noch ein bisschen besser. Ich möchte mit dir noch über ein paar andere Sachen sprechen, die du in letzter Zeit so Tolles gemacht hast. Du warst bei Music Impossible dabei, das gibt's in der ZDF-Mediathek. Conchita Wurst war hier zu Gast, hat darüber erzählt, mit so viel Liebe über dieses Format. Und du warst dort mit Jennifer Weiß, wer das nicht mitbekommen hat. Was genau machen Jennifer und du? Was habt ihr da gemacht? Wir haben quasi unsere Sounds getauscht. Also es war auch ziemlich cool. Man muss sich auf dieses Projekt einlassen. Und vor allen Dingen muss man Bock haben, sich so ein bisschen auch selbst zu challengen und selbst herauszufordern. Aber ich fand es mega cool, diese Erfahrung, weil ich natürlich durch Jennifer dann auch diesen rockigen Sound mal ausprobieren durfte, was ziemlich geil war. Und also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr da vorher immer miteinander telefoniert, du und Jennifer, oder die Songs einfach nur gehört und euch dann da kennengelernt? Wie war das? Wir haben uns erst da kennengelernt, weil ich habe quasi durch eine Videobotschaft von ihr erfahren, dass ich ihren Sound übernehmen werde und andersrum genauso. Und kennengelernt haben wir uns dann erst dort vor Ort. Das ist ja deine Performance auf der Bühne vor Publikum. Das war ja eine Sarah Engels, wie sie noch nie zu sehen war, oder? War anders, aber ich hatte richtig viel Spaß, weil ich konnte da auch mal einen ganz anderen Sound eben zeigen. Ich konnte richtig rumbrüllen und so ein bisschen mehr, ich sag mal, Dreck reinbringen. Und das war echt cool. Und Jennifer ist auch echt ganz, ganz lieb. Auch eine sehr tolle Sängerin. Sie hat ja dann meinen Sound übernommen und einen ihrer Songs als Ballade gesungen und performt und das war echt, also war ich sehr begeistert. Wer das Ganze sehen möchte, der checkt die ZDF-Mediathek ein und gibt dort ein Music Impossible. Und bei dir passiert zurzeit so viel Gutes auch. Herzlichen Glückwunsch zur B-Lizenz als Fitnesstrainerin. Hör mal, da sind wir richtig stolz drauf, weil das war gar nicht so leicht wie gedacht. Also ich hatte das ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Echt? Sehr. Also es ist wohl so, dass man heutzutage auch schneller und einfacher an diese B-Lizenz rankommt. Wir haben uns da aber eher einen sehr anspruchsvollen Anbieter, ich weiß nicht, wie
wie man das nennt, rausgesucht. Und da mussten wir echt für ackern. Also den haben wir nicht geschenkt bekommen. Jetzt bist du ja Musikerin. Du machst auch so noch, du bist zweifache Mama, bist natürlich auch noch ein Privatmensch und hast trotzdem noch gedacht, warum nicht noch eine Fitnesstrainerin-Lizenz? Eigentlich war es ja so, wir haben vor kurzem unseren Bootsführerschein gemacht. Und wir mögen das einfach auch, so neue Dinge zu lernen und was Neues zu machen. Und die B-Lizenz hat aber auch den Hintergrund, dass wir bald unser eigenes Fitnessprogramm rausbringen, mein Mann und ich. Also mein Mann kommt ja eigentlich aus dem Profifußball, hat daher sowieso schon so einen Grundwissen, was Sport angeht und mich total mitgerissen in diesen Bann. Und weil wir eben sehr viel Sport machen und dieses Sportprogramm bald rauskommt, haben wir uns gesagt, wir wollen den Leuten, die mit uns dann Sport machen, nicht nur motivieren und mit denen Spaß haben, sondern auch so ein bisschen Mehrwert schon mit auf den Weg geben. Dass wir wenigstens so ein Grundwissen haben, dass wir auch wissen, was wir da machen. Wir springen ein bisschen zurück ins Jahr 2020. Da warst du das Skelett, dritte Staffel Masked Singer, ersten Platz geholt. War das was Besonderes? Absolut. Das war wirklich eine mega geile Erfahrung, weil, also erstmal hatte ich ein richtig geiles Kostüm oder eine richtig geile Maske, wie man ja sagt. Erst habe ich gedacht, boah, nee, da haben doch die Leute Angst, wenn ich das Skelett bin. Was sollen die denn denken? Aber das kam so geil an und es ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, auf der Bühne zu stehen, zu singen und man erkennt dich einfach nur an deiner Gesangsstimme. Und das ist ja relativ schnell passiert. Also ich habe sofort Nachricht bekommen, ey, das ist auf jeden Fall Sarah Engels. Und das war schon, ja, für mich, also ich habe mich da sehr geschmeichelt gefühlt, muss ich sagen. Hättest du denn sagen können, Moment, ich hätte lieber ein sweeteres Kostüm oder wie lief das damals? Am Ende des Tages, muss ich sagen, bin ich echt glücklich gewesen, dass ich das Skelett hatte. Weil das eben so mystisch war, aber trotzdem irgendwie auch süß und lustig. Also ich glaube, am Ende des Tages bist du ja auch dafür verantwortlich, was du draus machst. Du gibst dem Ganzen ja Leben. Und es hängt ja dann nicht nur irgendwie so an einem Kleiderbügel, sondern du ziehst es an und du bist es dann irgendwie auch. Und das war schon echt cool. Und Julian hatte letztens auch ein Foto gepostet von sich mit dem Skelett, also du eben drin und so Fanboy-Moment. Es ist auch schön zu wissen, dass er halt auch immer hinter mir steht und mich da supportet und so. Das ist echt ein tolles Gefühl. Ich glaube, wir sind da echt ein sehr eingespieltes und starkes Team, auch mit der Family. Das ist für mich, gibt mir das so viel Energie, so viel Motivation. Und es gibt für mich auch nichts Schöneres. Also von all diesen ganzen Berufen und Standbeinen, die ich habe, muss ich sagen, ist der schönste Beruf trotzdem für mich Mama sein. Auch wenn das für manche Leute da draußen komisch klingen mag. Alles, was dich glücklich macht, ist gut. Aktuell geht das Gerücht rum, dass das Supertalent zurückkommt. Jetzt 2019 warst du mit in der Jury. Wenn RTL jetzt sagt, ey, wir hätten dich gern wieder dabei, wäre das was oder ist das Kapitel für dich durch? Nö, also ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Es war ja meine erste Erfahrung, auch in der Jury zu sitzen, quasi auf der anderen Seite, nicht bewertet zu werden, sondern eben zu bewerten. Und das war für mich neu, aber ich habe mich da relativ schnell eingefunden. Es hat dann echt Spaß gemacht, gerade beim Supertalent, wo es ja auch dann so vielfältig ist. Nö, da setze ich mich auf jeden Fall nochmal hin, wenn ich gefragt werde. Ich meine, ist natürlich dann schon ein ganz schöner Block an Zeit, der dafür drauf geht, ne? Mit allem, was du gerade schon gesagt hast. Kriegst du das rein? Weil dein Terminkalender ist ja für gewöhnlich sehr voll. Ja, das stimmt, aber zum Glück, was ich immer mache, ich schaue mir meinen Terminkalender nicht heute an, was in einem halben Jahr oder so ist, sondern ich versuche mal Tag für Tag zu leben. Und wenn ich dann merke, boah, scheiße, da hast du dir ja viel zu viel reingepackt, dann werden die Sachen auf morgen verschoben. Und irgendwann, dann denke ich mir immer, dann kommt der Tag, da ist mal ein Tag leer. Das passiert aber, sage ich dir, nie. Ist dein Leben zurzeit so, wie du es gern hättest? Ja, schon. Also ich bin glücklich, ich bin auch dankbar dafür, dass wir gesund sind, dass wir so viel von der Welt auch sehen können. Wir reisen ja total gerne. Weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, aber wir lieben das, irgendwie die Welt zu entdecken und zu sehen, was für wundervolle Orte es gibt. Und ja, doch, ich bin sehr, sehr glücklich. Das freut mich. Ich hoffe, ihr habt dann im Sommer auch Zeit mit der gesamten Familie, Miraculous, Ladybug und Cat Noir, der Film zu schauen. Oder wird das ein bisschen eng? Nee, wir haben uns für Sonntag alle verabredet mit der ganzen Family und werden den Film auf jeden Fall schauen gehen. Und ihr solltet es natürlich auch im Kino schauen. Miraculous, Ladybug und Cat Noir, der Film ist draußen und dort als Gesangsstimme von Ladybug zu hören, Sarah Engels. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.
Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen, bitte erobert die Welt. Wenn es euch rauszieht und alle sagen, Mensch, hier ist doch so schön, dann könnt ihr sagen, für alle anderen ist es genau das Richtige. Aber ihr hört bitte auf euer Herz und geht hin, wo ihr wollt. Wir sehen uns wieder zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Sarah Engels. Bis dann. Sehr, sehr schön gesagt. Das hat mich sowas von irritiert, gerade, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Aber also ich kann dem nur zustimmen, was du gesagt hast. Und ich als Frau werde zum Beispiel auch ganz, ganz oft gefragt, wie macht man das denn? Wie kann man sich selber lieben? Wie schaffst du das alles auch manchmal, die negativen Sachen vielleicht an dir abprallen zu lassen? Und genau wie du es sagst, ich glaube, das Wichtigste ist, auf sein Herz zu hören, sich selbst zu lieben, zu akzeptieren, wie man ist. Es wird und wird auch niemals passieren, dass jemand perfekt ist. Aber genau das macht uns quasi perfekt, unperfekt.